Auf Dance Fever krönt sich Florence Welch selbst zum King. Zu Beginn ihrer neuen Platte streitet die Sängerin in dem Track King darüber, ob man nun Kinder haben sollte oder nicht. Und damit setzt die Single vor allem auf die Agenda, was die Sängerin sonst so beschäftigt, nämlich eben die Themen Familienplanung und tickende biologische Uhren. Ansonsten ist das fünfte Album von Florence and the Machine ein ungewohnt rohes und intimes Werk geworden. Oft singt die Sängerin sehr ungekünstelt und ohne Primadonna-Ambitionen. Und dabei so toll wie noch nie, findet ME-Autorin Julia Lorenz. Deshalb vergibt sie der Platte 4,5 von 6 Sternen. Nach der stilistisch sehr diversen Platte Bad Behavior aus dem Jahr 2018 lässt Cat Franke bei ihrer neuen Platte etwas mehr Opulenz und Dramatik zu, bei gleichzeitiger Reduktion der Mittel. Das klingt erstmal paradox, ist es aber eigentlich nicht, wie man bei der vorab veröffentlichten Titelsingle Shiny Things hören konnte. Andere Tracks erinnern mit ihrem langsamen Tempo und ihren schroffen Gitarrenparts etwas mehr an Grunge und Alternative der 90er Jahre. ME-Autorin Christina Mohr feiert die Platte und vergibt deshalb 4 von 6 Sternen. 4 Jahre sind vergangen, seit Pharrell mit ihrem Debütalbum Hermetica eine Platte ablieferte, die ihr weltweit und über die Szenegrenzen hinaus Aufmerksamkeit bescherte. Inzwischen wohnt Annegret Fiedler, wie die Sängerin eigentlich heißt, in New York und dort kostet sie den Erfolg in vollen Zügen aus. Nachdem sie nun also DJ-Auftritte und Konzerte auf der ganzen Welt hinlegte, hat sie nun ihre neue Platte Jesus Was an Alien veröffentlicht. Und man kann sagen, ihr neues Werk ist definitiv geradliniger ausgerichtet als der Vorgänger. ME-Autor Maximilian Fritz gibt der Platte deswegen 4 von 6 Sternen.